Fast jeder hat sie schon gesehen, aber nur manche kennen ihr Geheimnis. Mein Thema heute, die Bahnhofsuhr. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Bahnhofsuhren sind bekannt durch ihr bestimmtes Design und ihre Reduktion auf gute Ablesbarkeit und die Funktion. In jedem Bahnhof hängen sie und wir alle haben sie schon gesehen. Ein Beispiel blende ich euch jetzt ein. Aber die allermeisten Bahnhofsuhren haben ein Geheimnis. Und dieses Geheimnis hat weniger mit dem Layout und dem Design zu tun als mit der Funktion. In größeren Bahnhöfen hängen mehrere Bahnhofsuhren und alle müssen synchron gehen, damit auf allen Bahnsteigen die gleiche Zeit angezeigt wird. Doch wie kann das sichergestellt werden? Nun ja, ihr habt es im eingeblendeten Video bestimmt schon gesehen. Oder doch nicht? Wie wird das synchron gehalten? Nun ja, schauen wir uns eine andere Bahnhofsuhr an. Vielleicht wird es dann deutlicher. Es hat damit zu tun, dass die Minute auf einer Bahnhofsuhr nicht wirklich eine Minute dauert. Den Tipp gebe ich euch. Schauen wir uns die Bahnhofsuhr in groß an und lassen parallel dazu eine Stoppuhr mitlaufen. Dann könnt ihr sehen, dass die Umrundung des Sekundenzeigers auf der Bahnhofsuhr nur 57 oder 58 Sekunden dauert. Und der Sekundenzeiger dann für 2 Sekunden auf der 12 Uhr Position stehen bleibt und erst weiterläuft, wenn der Minutenzeiger gesprungen ist. Diese Lücke wird genutzt, beziehungsweise diese Pause wird genutzt, um ursprünglich über ein Telefonkabel, später über Funk die Zeit aller Uhren zu synchronisieren und sicherzustellen, dass die Uhren wirklich auf die Sekunde genau gehen, auch wenn das bedeutet, dass die Umrundung des Sekundenzeigers eben nicht 60, sondern nur 58 Sekunden dauert und dann mit einer entsprechenden Pause versehen wird, die zur Synchronisation aller Uhren in einem Bahnhof genutzt wird.